Hier ist tatsächlich einer reingelaufen und er hat sich die Mühe gemacht, die Porzellanschüssel abzumontieren, hat sie unter den Arm geklemmt und ist rausgelaufen. Also würde ich mir eine Toilette für zu Hause klauen, würde ich nicht die aus dem Kloschan nehmen, da würde ich mich ja noch nicht mal draufsetzen. Ein stilles Örtchen mit Kiezgeschichte, das reizt Fotografin Zepi Kränkler ganz besonders. Deshalb hält sie das Schmuddelklo für die Ewigkeit fest. Seit 4 Jahren ist die St. Pauli-Chronistin auf dem Kiez unterwegs, am liebsten bei Regen. Was als Abschlussarbeit an der Uni begann, ist inzwischen ein umfassendes dokumentarisches Werk. Es zeigt einen Stadtteil, der sich rasend schnell verändert. Das ist deshalb wichtig, weil die 2 Läden genau gestern zugemacht haben. Das ist der vorletzte Laden aus St. Pauli, der noch Pin-Ups von Erwin Ross hat. Das ist dieser coole alte Opi, der 60 Jahre lang den ganzen Kiez mit seinen Zeichnungen von leicht bekleideten Damen bestückt hat. Es sind vor allem die Menschen, die die Fotografin porträtiert. Ihre Fotos beschönigen nicht, sie zeigen Gesichter, die Geschichten erzählen. Geschichten vom Kiez. Ihre Porträts vielfach erfolgreich ausgestellt, wie hier in der Hamburger Millantor Gallery. Die Fotos kommen auch bei Unternehmer Frank Otto an. Deshalb unterstützt und fördert er ihre Arbeit. Sie hat ein gutes Gespür für St. Pauli. Sie ist ja richtig Chronistin und hat den Blick auf St. Pauli, wie ihn, glaube ich, auch ein Bewohner sonst nur hat. Ihren ganz eigenen Blick will die Fotografin heute auf eine der letzten Reeperbahn-Kneipen werfen. Im heutigen Clochard war mal ein Pornokino. Das Porträt der Wirtin geradezu ein Muss für die Künstlerin. Sieht mal wieder umwerfend aus. Ja, das ist unglaublich. Ich bewundere dich so dafür. Sie hat mich sofort fasziniert, weil sie so ein unglaublicher Mensch ist. Ja, dann sitzt sie hier und spielt mit irgendwelchen Obdachlosen, die sich vielleicht seit einer Woche nicht mehr gewaschen haben. Oder länger, man weiß es nicht. Karten, aber es ist egal, da ist kein Unterschied da. Hinterm Tresen fotografiert zu werden, für Wirtin Andrea schon ungewohnt. Doch sie macht gerne mit, denn das alte St. Pauli liegt ihr am Herzen. Das, was St. Pauli ausmacht, geht so ein bisschen verloren. Das sind eben auch, dass sich der Banker neben dem Penner setzt und die sich unterhalten und zusammen trinken. Und das wird immer weniger. Und hier das Porträt der Wirtin. Auch das eine einzigartige Kiez-Location, der Elbschlosskeller, rund um die Uhr geöffnet. Daniel ist der Wirt. Mit ihm gibt es heute ein Wiedersehen im Friseursalon Harry, vis-à-vis von der legendären David-Wache. Seit er 18 ist, arbeitet Daniel im Elbschlosskeller. Die Veränderungen auf dem Kiez, auch er spürt sie. Zu den D-Mark-Zeiten, da kam der Seemann vom Hafen, war ein halbes Jahr auf See, hatte die Kohle in der Tasche und hat dann auch dementsprechend springen lassen. Das hat man heute nicht mehr. Mit dem Fotoprojekt Bye Bye St. Pauli will die Fotografin die Veränderungen auf dem Kiez festhalten. Den Menschen begegnet sie dabei immer auf Augenhöhe. Für mich gibt das keinen Rand der Gesellschaft. Also ich werte nicht bei Menschen. Also für mich ist ein Mensch interessant und dann fotografiere ich ihn. Und dann spielt natürlich auch immer der Ort und die Geschichte eine Rolle. Zepi Kränklers Fotos, das Porträt eines Stadtteils zwischen Nostalgie und Wandel. Was reizt sie, solche Menschen zu unterstützen? Naja, weil sie sozusagen mitten in so einem Prozess ist, also für sich selber in ihrer Entwicklung, aber eben auch das Prozesshafte darstellt. Sie hat unter anderem auch die Bewohner der Esso-Häuser fotografiert, immer in ihrer Wohnungstür, wo man im Hintergrund dann auch so ein bisschen von der Einrichtung sehen kann. Und diese unterschiedlichen Lebensstile und die unterschiedlichen Menschen, die dann nahbar werden, dann ist dann irgendwie so ein Abriss von solchen Häusern, hat dann nicht mehr so eine Anonymität. Das Thema ist ja irgendwo auch Gentrifizierung, wenn man sich mit St. Pauli da beschäftigt. Und ich finde es ja auch teilweise beispielhaft, also wie jetzt auch zum Beispiel mit dem Neubau der Esso-Häuser umgegangen wird. Ja. Und ich glaube, das ist alles ganz wichtig, dass solche Sachen gezeigt werden, aufgezeigt werden und Menschen das also eben dann in ihrem Fall durch Fotografie auch verstehen lernen. Vielleicht kann man durch so einen künstlerischen Blickwinkel auch nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf solche Dinge überhaupt bekommen. Sie haben die Künstlerin auch in New York jetzt getroffen. Ja. Da sind auch Bilder entstanden. Vielleicht können Sie nochmal die Bäume auch mal zeigen. Vielleicht können Sie was dazu sagen, was das für Bilder sind, wo
da der. Es sieht ja fantastisch aus. Ja, auch, ne? Gut. Also das ist natürlich jetzt ein Teil, den sie ja auch auf St. Pauli gemacht hat. Also sehr stark Architekturfotografie. Mhm. Und wir sehen sofort, dass das eine ganz andere Architektur natürlich ist. Ist aber auch eine Stadt, die mit den gleichen Themen beschäftigt ist, wie wir jetzt hier in Hamburg, also was den Zuzug und Wegzug von Leuten angeht. Und ich muss sagen, in Amerika geht man nicht ganz so sensibel mit dem Thema um wie bei uns. Aber ich glaube, diese Sensibilisierung, die hat auch etwas damit zu tun, weil der Stadtteil St. Pauli eben schon seit langem damit auch beschäftigt ist und insofern da auch eine gewisse Wachheit ist. Und so kam es auch, dass ich sie überhaupt kennengelernt habe. Das wurde mir von jemandem aus dem Präsidium vom FC St. Pauli vorgestellt. Mit den Worten, die macht ganz tolle Sachen, die muss man kennenlernen.